Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horizon Forbidden West hier auf meinem Kanal. So, wir müssen hier irgendwie auf diesen Turm. Frage ist im Moment noch, wie? Das Shuttle hat ja schon mal so ein bisschen gerumpelt, ne? Scan mit meinem Fokus könnte helfen. Ach so? Was haben wir denn gerade gemacht? Wenn ich den Balken runterziehe, kommt der Zugangslift vielleicht runter. Welchen Balken? Welchen Balken denn bitte? Ha? Zieh den Balken heraus, der den Aufzug blockiert. Klettere den Startturm hinauf. Ja, wie denn? Da geht's irgendwie, warte mal, da geht's irgendwie hoch. Okay. Aber von wo? Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Komme ich denn hier mit dem Seilwerfer? Komme ich auch nicht hoch. Was soll ich hier machen? Klettere den Turm hinauf, denn von hier aus irgendwie. Weil da oben, da ist ja irgendwas zum Klettern. Wie soll ich denn darauf kommen, Mann?
Wie? Da oben könnte ich theoretisch wahrscheinlich irgendwie rüber, aber dann müsste ich hier hoch. Warte mal, da ist das Shuttle. Wenn ich da hochkletter, macht irgendwie überhaupt keinen... Warte mal, was ist denn das? War irgendwas. Eine alte Vorratstruhe, okay. Klettere den Startturm hinauf. Frage ist jetzt, welches von den beiden ist der Startturm? Ich sehe schon, das wird ewig und 3 Tage dauern, bis ich hier durch bin. Hängt das Shuttle. Das Shuttle hängt fest. Okay. Also, irgendwas. Also muss ich da letztendlich hoch. Die Frage ist, wo? 42 Meter, sagt er mir. Okay. Das Ding hier muss doch irgendwas zu sagen haben. Das ist eine Metallklammer, okay? Startum hinauf, ja. Frage ist halt, wie? Warte mal, was ist das denn? Das sieht ja alles ein bisschen... Das sieht so ein bisschen gelb aus, oder? Wie soll ich denn da hochkommen, verdammt? Thank you.
Schimmer, ey. Ganz ehrlich, ich habe keinen blassen Schimmer, wie ich da hochkommen soll. Da ist das einzige... Klettere den Startturm hinauf. Ja, ist eine nette Idee, aber... Da oben sind irgendwelche... denn hoch, wenn ich den... Natürlich nicht. Ist doch so weit gar nicht entfernt. Es muss doch hier irgendwo eine Klettermöglichkeit geben, verdammt noch eins. Fünf Meter Richtung. Meter. Das sind fünf. Okay, also irgendwas auf dieser Seite. Irgendwo muss was auf dieser Seite sein, mit der wir weiterkommen. Also. Sagt er wieder, ich muss in die andere Richtung. Nichts zum Klettern, mal davon ab. Wie soll ich da hochkommen? Klettere den Startturm hinauf. Ja, aber wo und wie? Das kann's doch nicht sein.
können wir auch nicht lang, da ist alles abgesperrt. Ich werde hier komplett verarscht gerade. Also da kommen wir grundsätzlich nicht hin. Also von dort aus kann es nicht sein. Okay, da geht es nur sehr weit nach unten. Das ist schon der Startturm, aber wie soll ich da hochkommen? Ich sehe hier nichts, keine Leiter, kein gar nichts. Eine Vorratstruhe, wunderbar. Noch eine Vorratskiste. Keine Ahnung. Ich denke, dass ich da irgendwie hin muss, aber wie? Guck mal, da wird's groß. Hier wird das klein. Aber es passiert nichts. Das muss irgendwas hiermit zu tun haben.
Ah! Gedrückt halten, wisst ihr. Ah, Junge, und da hast du jetzt eine Viertelstunde für gebraucht. Unglaublich. Ja, super. Hervorragend. So, wie hoch muss ich jetzt und wohin? Schieße die Kabelanschlüsse des Shuttles ab. Okay. Wo sind die? Welche an welcher Seite? Das war wohl nicht so Sinn und Zweck der Sache. Jetzt auch noch nach oben. Also wir sind jetzt hier. Wie komme ich denn? Ah, Alter, okay. Nochmal eine Treppe. Sehr gut. Ja, das sagst du so. Das ist alles gar nicht so einfach, weißt du? Das sollte die richtige Stelle sein. Ah, hier, okay. Da. Diese Verbindung hält die Kabel zusammen. Welche? Ah. Ich habe zwar nichts gesehen, aber macht ja nichts. Okay, hier brauchen wir wieder den Seilwerfer. Da klettert man einen alten, wackeligen Turm hoch und unten warten Killermaschinen. Ja. Vielleicht hatte Wahl recht. Das kann man machen. Wenn ich jetzt abstürze, mal die ganze Scheiße nochmal von vorne. Ach so, ein bisschen hier runter.
Okay. Fast geschafft. Da ist die andere Verbindung. Jetzt aber. Werden die Booster abgeworfen? Scheiße, genau. Junge, jeder andere wäre lebensgefährlich umgebracht worden, nur unsere Aloy nicht. Schwachstellen scannen, okay? Okay, wo ist der Schwachpunkt? Vor allen Dingen haben wir so viele... Dingens, weißt du? So viele Waffen auch, um die jetzt platt zu machen, ne? Ja, toll. Können wir denn schon? Ne, wir können ja... Komisch, früher kam man damit ins Waffenrad. Toll, ganz super. Hast nicht mal mehr Munition. Wie willst du das jetzt machen hier? Waffen, was haben wir denn hier? Aloys Speer, das ist okay. Wir haben eine Sprengschleuder. Und wir haben den Jägerbogen. Aber wir können für den Jägerbogen... Sprengfalle nutzt nichts. Munition. Alter. Wie soll ich denn das jetzt machen, verdammte Scheiße? Ja, nicht mal Munition gebastelt. Ja, toll. Du hast ja doch noch Feuer in dir. Warte mal, Feuer in dir? Hat er keine Munition? Ich glaub das doch wohl nicht mehr.
Ey, das Ding kotzt mich an, glaubst du das? Lebt das Viech eigentlich noch? Oh, okay. Ganz viel macht die nicht mehr, aber die ist immer noch brandgefährlich, oder? Ausgebrochen! Ich muss das Ding schnell erledigen. Eine Falle vielleicht. Oder Frostmunition. Vielleicht findet mein Druck und etwas, was ich hier brauchen kann. Toll, ich war ja auch gerade am Munition herstellen. Warum greift die mich an, wenn ich Munition baue? Das muss mir mal irgendjemand erklären hier. Mando. Ich muss das Ding erledigen, um zum Rechenzentrum zu kommen. Ich sollte nach Schwachstellen scannen. Ach, leck mich mit deinen scheiß Schwachstellen, ganz ehrlich. Hat sie schon wieder keine Munition mehr. Ich glaube es nicht. Halt still. Leck mich mit deiner Säure, ey. Ein bisschen mehr und schneller was abballern. Das ist der Punkt. Jetzt bist du unnütz. Da! Dann ist er jetzt frei. Ich soll drauf zielen. Alter. Das ist so nervig mit den Munitionen hier.
ist das Scheißvieh, Mann? Junge, Junge, Junge. Ist das überhaupt eine Klapperschlange, soll das sein, oder? Das ist ausgebrochen. Ich muss das Ding schnell erledigen. Eine Falle vielleicht. Oder Kreuzmunition. Vielleicht findet mein Druck und etwas, was ich hier brauchen kann. Genau, du hast jetzt auch Zeit für deinen Scheiß-Fokus. Es darf nicht wahr sein. Es darf nicht wahr sein, ey. Mann. Kannst aber auch nichts machen. Mit dem Fokus. Vielleicht kann ich hier irgendwas gebrauchen. Genau, mit dem Fokus muss man gucken, wenn das Viech einen ständig angreift. Du hast ja nicht mal Ruhe, wenn du Munition herstellst. Ich muss das Ding erledigen und zum Rechenzentrum. Ach, halt deine dämliche Schnauze. Die ganzen Dings hier, guck mal auf den Tab, dann komme ich normalerweise auf diesen für die Waffen. Komme ich auch nicht drauf. Mann, ey, es kann doch nicht sein. Richt mich doch auf so einen Scheiß. Jetzt schon keine Munition mehr, ey. Weißt du? Halt still. Du hast ja doch noch Feuer in dir. Ja, sehr witzig. Das schon wieder los. Das überspringen wir. Das war's. Wow. Sie ist tot. Endlich. Leute, Leute, Leute. Entschuldigung, wenn ich mich da manchmal so aufrege, aber das ist schon, weißt du, du hast nichts im Petto. Nichts funktioniert mehr so wie bei... Zentrum sollte gerade auch sein. Bald muss ich wohl einen anderen Weg dahin suchen. Wie bei Horizon Zero Dawn, ja, du kannst hier, wie soll ich sagen, wenn du die Tab-Taste drückst, wir machen das mal eben auf dem PC, dann landest du hier. Früher bist du im Waffenmenü gelandet. Das funktioniert alles irgendwie nicht mehr.
Und das ist so eine Umgewöhnung und so grauenhaft, ehrlich gesagt. Was soll ich denn hier mit? Den hätte man eher abhauen sollen. Jetzt brauche ich den auch nicht mehr. So. Aber gut, wir haben es geschafft. Machen wir hier nochmal Waren, sag ich mal schon mal. Nochmal Waffen. Also wie das später noch werden soll, ich weiß nicht. Ich glaube, so Kämpfe werde ich weiterhin versuchen, auf der Tastatur zu machen, ey, ganz ehrlich. Es sei denn, ich gewöhne mich noch so dermaßen an den Controller hier, aber ich muss noch viel zu oft gucken auch. Aber wie es weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge dann, würde ich sagen. Nehmen wir jetzt erstmal alles mit, was ich kriegen kann. Und dann... Also eine Schlange war übrig. Gut, dann hat das ja... Ja, und wo ist Val jetzt? Sonst steht er einem ständig vor den Füßen rum. Jetzt im Moment nicht. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Und bis dahin erstmal ciao, ciao. Und ich werde mich mit Sicherheit noch öfter aufregen. Das kann ich nämlich richtig gut. Macht's gut. Tschüss.